So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Europapokalspiel des SC Magdeburg gegen Dynamo Bukarest. Endstand 39-22 vor 4.260 Zuschauern. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der Gäste, Jakov Rankovic mit 5 Toren und Sayed Mousavi mit 5 Treffern. Auf Seiten des SC Magdeburg, Michael Damgaard 8 Tore, ebenfalls Robert Weber 8 Treffer und 5-mal Yves Grafenhorst. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich, welcome, Gästetrainer Eliodor Wojka und bitten um sein Statement zu diesem Spiel. Geht es auch auf Deutsch ein bisschen? Ja. 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 Ist schon lange, seitdem ich nicht mehr Deutsch gesprochen habe. Und ich hoffe, dass Sie verstehen mich. Ja, heute habe ich nicht sehr oder zu viele Wörter zu sagen, weil zuerst möchte ich gratuliere die Magdeburger Mannschaft, weil die haben ein sehr gutes Spiel gehabt und sehr gut gespielt, auch in Abwehr, in Angriff. Und ich glaube, dass für uns war ein sehr schlechtes Spiel. Und na gut, jetzt mit 17 Tore Unterschied ist es schwer für mich, eine klare Analyse zu machen. Aber trotzdem, ich glaube, dass wir nicht heute die Qualifikation verloren haben. Wir haben auch in Bukarest gegen Granollers in der letzten Sekunde das Spiel verloren. Und das hat uns viel gekostet. Jetzt wollte ich sagen, dass und ich hoffe, dass Magdeburg kann auch in Final Four spielen und ich hoffe Ihnen viel Glück. Dankeschön, Eliodor, für diese Auskunft. Ja, Bennett, dein Statement zu dieser Partie. Erstmal vielen Dank und guten Tag an alle. Vielen Dank für die Glückwünsche. Vielen Dank für die Wünsche in die Zukunft. Bis dahin liegt natürlich schon eine Menge Arbeit vor uns. Wir sind erstmal happy über diesen Sieg, der ja auch enorm wichtig für uns war. Für uns war das heute ein Endspiel ums Weiterkommen. Ich sehe das ähnlich wie mein Kollege auf der anderen Seite. Wir haben alle letztes Wochenende vorm Fernseher gesessen und eigentlich so ein bisschen auch Bukarest die Daumen gedrückt. Da für uns wäre das ein Endspiel gewesen, aber dann wäre das heute ein Endspiel um Platz 1 gewesen. So wissen wir nicht, was um 20 oder 30 passiert, wie Granollers zu Hause gegen Aalborg spielt. Ich gehe einfach von dem Sieg von Granollers aus und sind damit als Tabellenzweiter qualifiziert. Wir wären gerne Tabellenerster gewesen. Trotzdem soll man nicht so vermessen sein, sagen, man kommt automatisch weiter. Darum bin ich erstmal glücklich und spreche meiner Mannschaft ein Riesenkompliment an für das Weiterkommen für den nächsten Schritt ins Viertelfinale. Was uns da jetzt erwarten wird, werden wir sicherlich am Dienstag in der Auslosung sehen. Ich glaube nicht, dass es noch einfache Mannschaften gibt. Daher wird sicherlich ein Brocken auf uns zukommen, dem, wenn wir aber annähernd an die Leistung von heute anknüpfen, bestimmt auch Chancen haben, weiter in unserem großen Traum vom Final Four Nantes zu realisieren oder am Leben zu halten. Zum heutigen Spiel kann ich sagen, wir haben den Grundstein sicherlich in unserer Abwehr gelegt, in einer kompakten, aggressiven, leidenschaftlich kämpfenden Abwehr mit einem guten Torhüter dahinter. Sind darüber einfache Gegenstöße gelaufen, sind ins Tempospiel gekommen und haben von Anfang an Bukarest das Leben schwer gemacht, selbst mal Luft zu holen oder sich zu erholen. Das haben wir wirklich geschafft, über 60 Minuten Konstanz oben zu halten. Daher auch wahrscheinlich dieses hohe Ergebnis, vielleicht ist es ein bisschen zu hoch. Aber das ist natürlich viel Tempospiel, viel Gas geben. Auch wenn noch nicht alles stimmt, auch dort machen wir noch ein paar Fehler in technischen Fehlern. Auch wenn man die heute nicht so gesehen hat, gibt es da bestimmt noch Chancen für uns zu verbessern. Das sind wir gewillt. Wir haben jetzt erstmal eine Nationalmannschaftspause, die wir nutzen werden, auch nochmal an gewissen Grundlagen zu arbeiten, uns ein paar Speicher anzusammeln für die nächsten Aufgaben, die uns dann im nächsten Monat erwarten. Und die werden auch sicherlich nicht einfacher. Vielen lieben Dank. Danke, Bennett. Ja, Dario Quenstedt ist heute als Spieler
mit zur Pressekonferenz gekommen. Auch deine Eindrücke vom Spiel waren doch intensive 45 Minuten, die du da eine ganze Menge Bälle vereiteln konntest. Ja, wie ist dein Eindruck? Ich möchte mich da relativ kurz fassen. Also Benno hat zu dem Spiel alles gesagt. Ich will nur so viel sagen, dass ich sehr stolz bin auf meine Vordermänner, was die da geleistet haben, nicht nur jetzt heute im Spiel, sondern auch beim Spiel gegen Göppingen und auch in der gesamten Trainingswoche. Da hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl im Tor und möchte denen einfach ein Kompliment dafür aussprechen, weil ohne Abwehr ist es halt sehr, sehr schwer, als Torwart sich auszuzeichnen. Deswegen vielen Dank. Danke. Kurz und schmerzlos, Fragen an die Verantwortlichen hier vorne? Bitte mit Mikrofon, wir haben ja noch unsere, kommt schon. Bitte, Peter. Eine Frage an Dario. Wie beurteilst du so das Wechselbad der Gefühle? Ist ja auch für Fans und alle anderen, die ihr selber auch, mal geht das wieder super, dann ist es wieder nicht so ein gelungenes Spiel. Ist das immer nur auch eine Frage, vor allen Dingen der Abwehr, wie du jetzt sagst, oder? Schwierig zu sagen. Also beim Handball ist es natürlich so, dass da viele verschiedene Faktoren zusammenkommen. Also man muss erstmal vernünftig trainieren, dann muss der Trainer einen gut darauf einstellen auf den Gegner. Das fängt dann mit einer Videoanalyse an und jeder muss sich dann auch fokussiert vorbereiten. Also wir haben auch eine gewisse Art von Selbstdisziplin und man muss sich auf jeden Fall selbst vorbereiten und man ist auch für seine Leistung selber verantwortlich. Benno kann nur die Spiele aufstellen, die er zur Verfügung hat und der Rest, den muss man dann selbst machen. Weitere Fragen? Ja, auch bitte mit Mikrofon. Ja, auch noch eine Frage an Herr Wiegert und an Dario bezüglich der Fans. Also war wieder super Stimmung, aber waren schon deutlich weniger Fans da als gegen Göpping. Denken Sie, dass jetzt ab dem Viertelfinale die Fans das auch als wichtigen Wettbewerb begreifen und es vielleicht noch eine bessere Stimmung ist? Also ich bin eigentlich mit dem Zuspruch relativ zufrieden, muss ich wirklich sagen. Klar, hätte ich mir eine ausverkaufte Getik Arena gewünscht, die wünschen wir uns bei jedem Wettkampf, auch gerne beim Freundschaftsspiel. Trotzdem ist es aller Ehren wert, dass wir ja über 4000 Leute im Osterfest herbekommen und die wirklich eine Stimmung machen wie 6000. Daher wieder großen Respekt an unsere Fangemeinschaft, die uns heute nach vorne gepeitscht hat. Ich glaube, dass Magdeburg schon einschätzen kann, wie wichtig dieser Wettkampf für uns ist. Ja. Aber natürlich, umso weiter wir kommen, umso interessanter wird das für alle, auch für uns. Ja. Daher denke ich, dass wir wieder unser eigenen Glückes Schmied sind, um mit guter Leistung zu überzeugen und das, was wir hier machen, so attraktiv wie möglich darzustellen, um dann auch wieder vor vollen Rängen zu spielen. Möchtest du noch was sagen, Dario? Danke. Gut, weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke ich herzlich, wünsche allen ein schönes Osterfest noch, unseren Gästen angenehme Heimreise nach Rumänien und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal irgendwann wieder im Europapokal. Recht herzlichen Dank, Eliodor Volker und Dynamo Bukarest und dann angenehme Ostern noch und wir sehen uns dann am 20. April wieder hier in der GTEC Arena zum nächsten Heimspiel. Bis dahin, danke, wiedersehen.